Ich wollte schon länger ein Video zu diesem Thema machen. Es ist eigentlich das Thema, mit dem ich am allermeisten in meinem Leben verbinde. Worum geht's? Wie lese oder wie studiere ich die Bibel? Jetzt könnte man sagen, oh, das ist ja langweilig, habe ich schon 3 Millionen Mal was gehört. Aber ich habe schon angefangen, mir als Jugendlicher, viele Jahre bevor ich evangelikal wiedergeborener Christ wurde oder wie man es auch immer nennen will, Gedanken gemacht. Wenn dieses Buch das Wort Gottes ist, wie möchte ich es systematisch betrachten, um möglichst viel mitzunehmen? Und da ist ja jetzt im Laufe vieler Jahre doch einiges entstanden, was ich bei anderen so noch nie gehört habe. Das ist also mein eigenes Ding. Und ich glaube, es ist die beste Möglichkeit, sich so mit der Bibel systematisch zu beschäftigen. Deswegen möchte ich es mal vorstellen, wie ich es mache. Und ich glaube fest daran, wenn du dich fragst, wie willst du es machen? Da könnte vielleicht durchaus der ein oder andere interessante Impuls für dich drin sein. Ich werde es auch ein bisschen so grafisch untermalen. Ha, das habe ich noch nie gemacht. Aber jetzt geht's los. Okay, man könnte jetzt wirklich extrem viel sagen, aber es geht hier nicht um die, ich sage mal so Basic-Anfänger-Tipps, sondern wirklich ums Eingemachte. Wie kann systematisches Bibelstudium über Jahrzehnte hinweg so gestaltet werden, dass man einen Fundus schafft, dass man was Bleibendes schafft. Ich werde es noch an anderer Stelle höchstwahrscheinlich sagen. Ich werde meine kompletten Notizen digitalisieren und online stellen, so der Herr will, und zwar kostenlos. Weil ich habe nichts davon. Ich will auch gar kein Geld damit verdienen. Aber ich glaube, das sind so viele Dinge dabei, so großartige Erkenntnisse, nicht weil sie von mir sind, sondern weil sie der Heilige Geist in die Schrift hat hineingebracht und mich entdecken lassen. Das möchte und muss ich einfach teilen. Und wie gesagt, man könnte jetzt ganz verschiedene Tipps finden, die du schon 3 Millionen Mal gehört hast. Aber es geht mir um einen besonderen Aspekt. Der ist mir besonders wichtig geworden, und zwar habe ich festgestellt, und zwar schon als Jugendlicher, wenn ich die Bibel lese, und dann stelle ich mir eine Frage, wegen mir, jetzt habe ich hier durch Zufall Nehemia 4 aufgeschlagen, Nehemia 4, Vers 8, bedeutet das, das? Oder stimmt mein Eindruck, das? Was bedeutet das? Wenn ich mir Fragen dieser Art stelle, so stelle ich fest, dass wenn ich ein halbes Jahr, ein Jahr, 2 Jahre oder 5 Jahre später die gleiche Stelle wieder lese, ich stelle mir exakt die gleiche Frage, aber ich kann mich an die Antwort nicht mehr erinnern. Es ist so, ich wirklich, wenn ich mir solche Fragen gestellt habe und stelle, stoße ich meistens wirklich auf exzellente Antworten, exquisit, muy bien. Und ich denke mir, Mann, toll, was für eine Erkenntnis. Ich danke dem Herrn, dass er sie mir geschenkt hat, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, Monate oder Jahre später. Es ist nicht möglich. Und aus diesem Dilemma heraus, dass ich halt kein fotografisches Superbrain bin, wie es halt 98% oder 99 oder noch mehr Prozent der Bevölkerung nicht sind, habe ich Systeme entwickelt, dass mir das nicht mehr passiert. Nichtsdestotrotz möchte ich rausballern, ungefähr 30 Sekunden lang, neben den wirklich, ich glaube, doch etwas tiefer gehenden systematischen Überlegungen, die wir gleich anstellen werden. Was hilft noch? Ein ganz wunderbarer Tipp, den ich tatsächlich irgendwie schon immer im Hinterkopf hatte, aber er ist mir jetzt erst herrlich geworden. Es gibt eine Reihe von sehr guten Bibelübersetzungen, gibt auch viele, die eher mittelmäßig sind, ja, aber es gibt eine Reihe von sehr guten Bibelübersetzungen. Und wenn ich auch mal, wie jetzt in meinem Fall, von der Heiligen Schlachter 2000 abweiche und ich lese mal Menge, ich lese mal die Janssen-Übersetzung, ich lese mal die Rumpelfelder, pardon, Elberfelder heißt sie, glaube ich, dann werde ich im Bibeltext zum einen Nuancen erkennen, in welche Richtung man noch übersetzen kann. Das Bedeutungsspektrum wird etwas weiter und mir gehen Dinge im Text auf, die mir vorher so noch gar nicht aufgefallen sind. Ich muss noch ganz kurz ein paar Basics vorwegnehmen und jetzt wird hier eine hoffentlich ganz wunderschöne Grafik live
erstellt. Ich halte es für wirklich super wichtig, dass Bibellesen Bibellesen ist. Bevor ich irgendeinen Kommentar aufschlage, ist es meine Aufgabe als Kind Gottes, als nach Gott suchender Mensch, direkt sein Wort zu lesen. Ich komme genau irgendwo aus einer anderen Richtung, wo man ja so viel Auslegungen und Kommentare liest, dass man schon irgendwie blind geworden ist, was der Text nativ eigentlich sagen will, wenn ich ihn so lese, wie er eben dasteht. Also das heißt, alles fängt an mit dem Gebet. So, und dann habe ich reines Bibellesen. Das Gebet beinhaltet bei mir eigentlich immer ähnliche Dinge. Ne? Herr, öffne mir die Augen, damit ich höre, was du durch diesen Text sagst, was er für mich in meinem Leben heute, in diesem Jahr, an diesem Tag bedeutet. Bitte lass es mich richtig verstehen, bitte korrigier mich auch dadurch, bitte sprich zu mir, lass mich dich erkennen, lass mich dir begegnen in deinem Wort. Es ist dein heiliges Wort. Und so weiter und so fort. Also das ist die Richtung, in die ich bete. Und ja, ich glaube, eine bessere gibt es nicht. Vielleicht kennst du eine bessere. Und dann reines Bibellesen. Ich lese den Text. Idealfall ein halbes Kapitel bis zwei Kapitel. Bei mir, ich bin jemand, tatsächlich habe ich doch eine eher geringe Aufmerksamkeitsspanne. Ich bin ja ein verkannter Künstler. Und die Zeit, wo ich hochkonzentriert etwas mache, ist meistens doch eher gering. Dann lässt die flaute Konzentration schon ab. Es gibt jeder Modus hat etwas für sich. Ein sehr langsames Lesen, da kann ich viel mehr Details entdecken. Ein sehr zügiges Lesen, da kann ich viel mehr den Überblick behalten. Mal ist das besser, mal das. Aber so für eine Session, man kann ja mehrere Sessions am Tag machen, eine Session, halbes Kapitel bis zwei Kapitel, ist so das, was ich gerne am Stück lese. So, und dann empfehle ich dir Folgendes zu machen. Du nimmst ein weißes Blatt Papier, so, das ist dein weißes Blatt Papier, und du stellst dir einige Fragen. Jetzt kann ich es hier nur abkürzen, aber verbal werde ich es ausformulieren. Die Frage 1 ist, was hat mich im Text angesprochen? Was fand ich interessant? Frage 2 könnte sein, denn man kann die Fragen variieren, kann ja auch öfter mal andere Fragen nehmen. Was meine ich, möchte Gott mir durch diesen Text sagen? Gibt es was, wo ich den Eindruck habe, das legt mir Gott jetzt gerade aufs Herz? Da sollte ich mal genauer drüber nachdenken. Das hat eine Relevanz, das hat eine Bedeutung für mein Leben. Gibt es Dinge im Text, die ich nicht verstanden habe? Wo ich offene Fragen habe? Was bedeutet das? Ich möchte mal eine ganz komplexe Frage bringen. Die Frage ist deswegen komplex, weil man schlicht und ergreifend sagen muss, du wirst kaum einen Kommentar finden. Ich habe genau einen gefunden und ich besitze sehr viele Kommentare, habe sehr viele digitale Kommentare und kenne nahezu jeden deutschen Kommentar. Warum in Genesis 3 heißt es, dass die Schlange des Feldes mit Eva sprach? Warum die Schlange? Warum heißt er nicht, ja, und der Satan benutzte ein Tier, es war die Schlange? Nein, die Schlange des Feldes spricht mit Eva. Stimmt es, was manche sagen, dass man erst im Nachhinein in diesen Text hineingelegt hat, dass die Schlange eigentlich der Satan ist, das der Text ursprünglich aber gar nicht sagen wollte, sondern hier einfach nur ein entsprechendes Tier auftritt? Stimmt das? Das ist eine Frage, die ich mir beim Lesen gestellt habe. Ich glaube, die stelle ich mir schon seit vielen Jahren. Und ich komme dann später dazu, wie man mit solchen Fragen umgehen kann. Aber tatsächlich, das ist was, das könnte man sich aufschreiben. Gibt es etwas, was Zweifel, Unbehagen in dir
hervorgerufen hat. Schreib es auf. So, und dann hast du hier ja ein schönes Dokument. Also ich persönlich strukturiere das immer ganz gut. Ne? Also dann zum Beispiel im Vers 2 fällt mir was auf. So, dann schreibe ich das auf. Dann fällt mir was in Vers 5 auf. Das ist eine offene Frage, die will ich irgendwann noch nachlesen. Dann hier in Vers 6 und so weiter und so fort. Ja, also du kennst die Idee dahinter. So, und jetzt habe ich, irgendwann ist es zu Ende, ich habe ein halbes Kapitel bis zwei Kapitel gelesen, ich habe mir aufgeschrieben, okay, wow, das hat mich angesprochen, habe ich was über Gott gelernt. Oh, ich glaube, da muss ich in meinem Leben was tun, das erfordert Korrektur. Hier habe ich eine offene Frage. Oh, das weckt in mir irgendwie Zweifel. Das kann doch gar nicht sein. Legen wir da zu viel in die Bibel hinein? Ist das wirklich gerechtfertigt? Was mache ich jetzt damit? Der nächste Schritt ist, Gebet und Nachdenken. All das bringe ich ins Gebet. Ich habe mal vor einigen Monaten mit Tina zusammen, ich glaube, ist schon ein Jahr her, mit Tina zusammen ein Video gemacht. Beten anhand der Bibel, das geht in eine ähnliche Richtung, aber ich bringe das alles vor den Herrn. Alles, was mich angesprochen hat, wo ich eine neue Erkenntnis habe. Herr, danke, dass du mir gezeigt hast, dass du so bist. Herr, wie ist denn das mit der Schlange? Warum ist es da so formuliert? Ich habe. Irgendwie, das weckt in mir einen gewissen Zweifel. Ne? Legen wir da was in den Text hinein, was da gar nicht steht. Ich kann dir das nur empfehlen, so, ja, so offen und so ehrlich im Gebet mit dem Herrn zu sein. Das ist ein so großer Schatz, ein so großer Segen. Weg mit diesem ganzen Schmodder aus dem Gehirn, mit all den Gedanken. Der Heilige Geist kann damit viel besser umgehen als du. Der Herr möchte dich auch an die Hand nehmen, möchte uns an die Hand nehmen, möchte mich an die Hand nehmen in diesen Fragestellungen. Wir müssen ihn nicht alleine mit unserem Verstand kennen. Das heißt ja im Johannesevangelium, der Heilige Geist ist unser Lehrer und ich will das in Anspruch nehmen, dass der Heilige Geist mich lehrt. Herr, bitte lehre mich durch deinen Heiligen Geist. So, und jetzt kann ich hier mal schön die Farbe wechseln. Ach, ich fand es immer komisch, wenn andere das gemacht haben. Jetzt mache ich es selber. So, und das hat natürlich einen Rückfluss. So, zum Beispiel hier habe ich mir eine Notiz zu Vers 5 gemacht und durch Gebet und Nachdenken ist mir da was geschenkt worden vom Herrn und dann füge ich das hier so ein. So, und ich dringe vielleicht sogar schon zu Antworten durch, zu Erkenntnissen. Und gerade die Fragen, die einem besonders irgendwie im Magen liegen, ne? Zum Beispiel diese Frage nach der Schlange, die ich vorhin gestellt habe. Da bin ich auf so wunderbare Erkenntnisse gestoßen. Das hat mir aufs Neue gezeigt, dass der Heilige Geist bis in die einzelnen Wörter hinein die Bibel inspiriert hat. Da kann man eine ganz tiefe Erkenntnis draus schließen, warum die Schlange einfach nur die Schlange genannt wird. Gerne kann ich das mal an anderer Stelle, erläutern oder kann auch mal irgendwo verlinken oder meine Notizen online stellen oder auf was verweisen. Es war eine längere Suche, da auf eine Antwort zu stoßen, aber herrliche Gedanken, herrlich, herrlich, herrlich. Und dann hier oben ein Blatt Papier ist also schon gewachsen, ne? Schön. Was wir bisher gemacht haben, wir haben gebetet, wir haben die Bibel gelesen, wir haben darüber nachgedacht und gebetet. So, und was kommt jetzt? Vielleicht reicht das schon. Vielleicht reicht das schon und man hat gar nicht das Bedürfnis, da jetzt noch weiter zu forschen. Alle Fragen sind beantwortet oder vielleicht hat man gerade auch nicht die Ausgangslage, wo man gerade irgendwo Freude dran hätte, über manche tiefer gehenden Fragen jetzt noch nachzurecherchieren. Dann kann man das abheften. Hefte es dir ab. Oder man kann es ja auch digital schreiben, ne? Ich liebe aber Papier. Deswegen mache ich hier auch gerade ein digitales Skript. Heft es dir ab,
Und das ist richtig genial. Ich hatte mit ungefähr 20, die habe ich immer noch, hatte ich schon 5 volle DIN A4 Ordner. Das waren jetzt nicht die richtig dicken, sondern die mitteldicken. Mit meinen persönlichen Notizen. Und ich werde dann gleich noch sagen, was ich da noch reingeheftet habe. Und das ist natürlich ein wahrer Schatz. Der ist natürlich jetzt richtig angeschwollen. Ist noch viel, viel mehr geworden. Aber das ist richtig genial, ne? Und wenn du es das nächste Mal liest, in einem halben Jahr, in einem Jahr, in 2 Jahren, dann ja, wirst du wieder die gleichen Fragen stellen. Und das ist schön, einfach seine eigenen Erkenntnisse zu lesen. Wo man mit dem Herrn gerungen hat im Gebet, vielleicht damit gehadert hat, wo man durchgedrungen ist, so ganz wertvollen Schätzen fürs eigene Leben, Dinge, die man sich mitnehmen wollte, wie sieht man es jetzt einige Monate später, hat sich im Leben was getan und so weiter. Also das ist ganz herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Wenn du wie ich sein solltest, kann ja sein, dann kann man jetzt hier noch einen weiteren Schritt machen. Und zwar, vielleicht willst du es bei vielen Dingen genauer wissen. Ich will es immer ganz genau wissen. Also nicht immer, aber sehr häufig. Und was mache ich? Sprich mit einem sehr reifen sehr bibelfesten Bruder oder Schwester. Warum? Also Beispiel. Du hast dich ganz intensiv, bleiben wir mal hier mit Genesis 3 beschäftigt oder Nahum 4, hast da deinen Zettel zusammengestellt und du hast Erkenntnisse gewonnen. Du hast dir Fragen gestellt, du hast mit Fragen gerungen und gehadert, du bist durchgedrungen zu einigen Erkenntnissen, vielleicht hast du noch offene Fragen. Und wenn du jetzt jemand fragst, der seit Jahrzehnten sich ganz intensiv mit der Bibel beschäftigt und sagt, und du sagst, du, ich habe mich mit Zacharia 9 ganz intensiv beschäftigt. Ich wollte dich mal fragen, was hast du aus diesem Kapitel mitgenommen? Ich wünsche dir, dass du solche Leute in der Gemeinde hast. Ich habe sie zum Glück. Und die sagen mir dann, was haben sie aus diesem Kapitel gelernt? Was hat sie angesprochen? Mit welchen Gedanken haben sie gerungen? Oder ganz konkrete Fragen, ne? Wie siehst du diesen einzelnen Punkt? Ist dir das auch aufgefallen? Hast du da deine Antwort auf die Frage gefunden? Das setzt natürlich schon voraus. Also wenn ich vielleicht nur in Anführungszeichen, ne? Das ist natürlich schon ganz großes Kaliber, wenn ich nur einmal im Jahr die Bibel lese. Und da jetzt nicht sonderlich drüber bete und recherchiere, wird der Bruder oder die Schwester keine Antworten haben. Aber es gibt unsere lieben Geschwister, die die Bibel so sehr lieben. Und ich hoffe, ich werde auch irgendwann so einer sein, der gerne gefragt wird. Hin und wieder passiert es sogar schon. Aber ich möchte auch mal so jemand werden, der sich drüber freut, wenn er gefragt wird: Hier, ich habe Sacharja 9 gelesen, wie siehst du das? Und dann packt er da einfach seine Erkenntnisse aus, nicht weil es ihm gefällt, sich selber reden zu hören, sondern weil der Herr ihm Erkenntnisse geschenkt hat, die er gerne teilt und die ermutigend sind und die was im Leben bewegen. Ja. Und was ich festgestellt habe, das habe ich auch so zu Tina gesagt, einer meiner großen Wünsche in diesem Jahr war es, ganz explizit, zum Beispiel einen Bruder aus meiner Gemeinde, mit ihm über gewisse Dinge, die mir in der Bibel aufgefallen sind, zu reden, wie er die sieht, wie er beurteilt, zu welcher Erkenntnis ich gekommen bin. Das habe ich mir vorgenommen, das habe ich auch ein paar Mal gemacht und das ist herrlich. Bitte verurteile mich nicht dafür, aber ja, ich trinke auch gern Kaffee und Bier,
aber ich bevorzuge mittlerweile einfach nicht über Alltägliches, über Autos. Ich mag auch unglaublich Autos und ich bin technikbegeistert und keine Ahnung, was ich alles für Hobbys habe. Also weiß schon, aber es sind viele Hobbys. Aber ich möchte in der wenigen Freizeit, die ich habe, weil ich bin langsam und wer langsam ist, der hat immer wenig Freizeit. Ich möchte in der wenigen Freizeit, die ich habe, möchte ich meine Zeit für solche besonders wertvollen Gespräche nutzen. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ne? Es hat sich bewährt, es ist großartig. Manchmal nach der Gemeinde sage ich zu einem Bruder, in dem Fall dem Sigi: Mensch, hast du noch eine halbe Stunde Zeit? Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen und vor Mittagessen stelle ich da meine Fragen und bekomme großartigste Antworten. Das ist so viel mehr wert, als 2 Stunden Kaffee zu saufen und spazieren zu gehen und was auch immer. Kann ich nur empfehlen. Was hier jetzt allerdings passiert ist, also es kann ja sein, ne, vielleicht hast du niemanden in der Gemeinde oder in deinem Umfeld, der jetzt so aus dem Stegreif so bibelfest ist, dass er Fragen beantworten kann. Und manchmal passt es auch nicht. Ne? Ich habe ja nicht immer Geschwister um mich herum. Und manchmal haben die auch keine Zeit oder wie auch immer. Es gibt eine Alternative. Und du kennst sie, ich kenne sie auch. Ein guter Bibelkommentar ist nichts anderes, als wenn ich einem reifen Bruder oder einer reifen Schwester zuhöre, welche Erkenntnis sie aus dem Text mitgenommen haben, wie sie bestimmte Fragen beantworten. Nichts anderes ist das. Ob der jetzt bei mir auf der Couch sitzt oder ob ich das Buch, das er geschrieben hat, lese, macht, insofern erstmal gar nicht so viel Unterschied. Du verstehst den Gedanken. Das ist nichts anderes. Deswegen habe ich wirklich, ich finde es, ne, so muss ich sagen, ich finde es sehr schade. Es gibt manche Geschwister, die sagen: Nein, ich lese keine Bibelkommentare, ich lese nur die Bibel selber. Man beschneidet sich. Der Herr hat doch auch deinen Geschwistern ganz viele tolle Erkenntnisse geschenkt. Ich will die hören. Wir sind doch keine. Also ja, ich bin ein einsamer Wolf und ein Eigenbrötler, aber es gibt darüber hinaus auch noch was. Und ich beschneide mich ja selbst im Wissen, in der Erkenntnis, im Überfluss der Lehre, wenn ich sage, nein, 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 ich will das nicht. Also abgesehen davon gibt es in der Bibel an vielen Stellen, müssen irgendwie 3 bis 6 Stellen sein, gibt es das Amt des Bibellehrers. Menschen, deren besonderer Dienst es ist, die Bibel zu lehren. Kann ich nicht sagen, nein, 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 ich will nicht. Ich lese immer nur selber die Bibel, sonst werde ich noch beeinflusst. Ja, ich habe geschrieben, gute Bibelkommentare, gibt auch schlechte Bibelkommentare. Ja, vor 100 Jahren habe ich sogar schon mal ein Video aufgenommen. Ich habe es nur nie veröffentlicht. Ich komme immer mehr dahin. Ich habe ganz viele Bibelkommentare, aber ich komme immer mehr dahin zu sagen: Tja, eigentlich hätte es die gar nicht gebraucht. Eigentlich beschäftige ich mich immer nur mit 2, 3 Bibelkommentaren, weil die Autoren sich die gleichen Fragen wie ich gestellt haben, weil und wo ich merke, da ist der Heilige Geist am Werk. Das sind Menschen, die so tief in der Schrift drin sind, dass ich einfach gerne und viel von ihnen lerne. Und ich mache kurz das Fass auf, ungefähr 1 Minute, dass so, ja, dass ich einfach mal was dazu gesagt habe, was ist gut, was nicht. Jetzt spreche ich leider fließend Englisch oder zum Glück fließend Englisch. Und deswegen lese ich viele englische Bibelkommentare, weil die englischen Bibelkommentare, die ich lese, einfach besser als die deutschen sind. Es gibt Basic-Bibelkommentare, die sind wunderbar. Worsby-Bibelkommentar, McDonald-Bibelkommentar, Edition C-Bibelkommentar, CV-Kommentar, wunderbar, 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 aber die geben mir nicht die Tiefe, die ich gerne möchte. Zum Beispiel bei der vorhin erwähnten Frage zur Schlange wirst du da nichts finden. Ein Halbsatz oder so, das ist ja nicht die, du kannst ja diese komplexe Frage nicht in einem Halbsatz beantworten. So, ich bin dann auf die Suche gegangen,
Wo finde ich mehr? Der Kommentar, wo ich am absolut meisten in meinem Leben gelernt habe, ist der Enduring Word Kommentar von David Cusick. Das Neue Testament gibt es auch auf Deutsch. Er ist komplett kostenlos. Er ist großartig. Großartig. Kann ich nur empfehlen, ist meine absolute Nummer 1. Und stimmt ja gar nicht, ne, dass es nur englische Bibelkommentare sind, weil, wie gesagt, die Übersetzung ist nicht ganz so schön, aber ich glaube, man kann sie gut verwenden. Die Tina lässt sich auf die Website einfach übersetzen vom Google Translator und da kommt oft ganz Vernünftiges raus. Ich lese es direkt auf Englisch, sind keine Wörter drin, die ich nicht verstehe, zum Glück. Der ist schon mal gut, tiefgehend, aber mir persönlich noch nicht tiefgehend genug. Im deutschen Bereich hat man noch die Wuppertaler Studienbibel, positiv, sehr tiefgehend. Also da geht es dann auch schon in die Fragestellungen rein, die mich besonders interessieren. Negativ, der SCM Verlag hat den so teuer gemacht und man will auf Biegen und Brechen Geld damit verdienen. Früher gab es den für 100 Euro auf CD, nein, jetzt gibt es keine CD mehr. Jetzt kann man sich nur noch bestellen für 169 Euro, so habe ich es in Erinnerung, ziemlich sicher 90%, vielleicht ein bisschen günstiger oder noch teurer. Und sonst gibt es da keine Version mehr davon, nichts digital, keine CD, nichts. Und das finde ich furchtbar, mit dem Wort Gottes Geld zu verdienen, wenn man doch gelesen werden möchte. Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, wie cool ist der Enduring Word Kommentar von David Cusick. Kannst du ja auf Amazon auch gedruckt bestellen, dann gehen ein paar Euro da halt an David Cusick und sein Werk. Aber der Kommentar ist in der App für Android und iPhone komplett kostenlos und auch in der Webversion auf der Website kannst du ihn komplett kostenlos lesen. Wunderbar, wunderbar. Auch in der Blue Letter Bible integriert, großartig. Die Wuppertaler Studienbibel, also es ist keine Studienbibel, es ist eigentlich ein Bibelkommentar, obwohl sie Wuppertaler Studienbibel heißt. Ich kann es dir mal an anderer Stelle zeigen, denn ganz viele Bände sind das. Eine komplette Bibel durchkommentiert, Vers für Vers, ungefähr so 15.000 bis 20.000 Seiten sind das. Der David Cusick Enduring Word Kommentar hat im Übrigen einen ähnlichen Umfang, obwohl er komplett kostenlos ist. Sehr spannende Ausführungen, sehr spannende Antworten auf viele Fragen. Das Preisproblem ist halt da. Und mein absoluter Favorit, den habe ich schon mal als Jugendlicher entdeckt und jetzt habe ich ihn als Erwachsener, als ja langsam nicht mehr ganz so junger Erwachsener, wiederentdeckt. Obwohl ja 70-Jährige oder 60-Jährige mich als jungen Hüpfer wahrnehmen. Das ist schön. Der Kommentar von Albert Barnes. Dieser Typ ist mein Seelenverwandter. Also, er wird das wahrscheinlich nicht so sagen, ich sag's. So viele Fragen, die ich mir beim Lesen stelle, beantwortet er in einer Ausführlichkeit. Das habe ich noch nie erlebt. Auch diese Frage zur Schlange, die ich vorhin erwähnt habe, schreibt er, ich kann es jetzt schwer schätzen, weil das Englische ist wirklich schwer zu verstehen. Das altertümliche Englisch aus dem 19. Jahrhundert muss ich ganz viel nachschlagen. Ja, auf dem Kindle Reader geht es ja ganz einfach, kann man sich irgendwie für 2 Euro 17.000 Seiten Bibelkommentar kaufen, war eine sehr sinnvolle Investition. Oder online komplett kostenlos oder als PDF kann man es auch vielerorts einfach kostenlos runterladen. Über die Frage zur Schlange, ich weiß nicht genau, ich habe es im Kindle Reader gelesen, er schreibt ungefähr 10 bis 15 Seiten dazu, nur über diese eine Frage, kein anderer Kommentar. Und ich habe wirklich Dutzende Kommentare zu dieser Frage gesichtet, schreibt überhaupt was drüber. Aber der gute Albert Barnes tut's. Danke dafür. Er ist jetzt im Himmel, vielleicht hört er mir sogar zu. je nach dem Zeitverständnis im Himmel, wie ist das? Ne? In einem Nu werden wir verwandelt, die nicht vor uns und wir nicht vor ihnen. Was das bedeutet, das ist auch eine interessante Fragestellung. Aber jedenfalls, großartig, meine Nummer 2 nach dem David Cusick-Kommentar. Ja, also gute Bibelkommentare als Alternative zu dem Befragen einer reifen Schwester oder eines reifen Bruders, der sehr bibelwissend oder die sehr bibelzentriert ist. So, und jetzt kann man sagen, plus oder alternativ dazu, das ist sehr ungewöhnlich, Audio-Bibelkommentare. Stell dir vor, du hast in deinem heutigen Bibellesen
Sacharja 10 und Sacharja 11 gelesen. Du hast eine Liste gemacht, die Fragen, weißes Blatt Papier, was hat mich angesprochen, was sind offene Fragen. Und ich weiß nicht, ob du sofort einschlafen kannst, ich nicht. Ich bin da irgendwie ein zu sensibler, zu aufgewühlter Mensch. Ich brauche immer mindestens eine halbe Stunde, eher 60 bis 90 Minuten, bis ich einschlafen kann. Ich brauche irgendwie so Ruhe. Und dann lese ich meistens oder höre was. Wie wäre es, wenn du einfach jemand zuhörst, einem reifen Bruder, der Vers für Vers den Bibeltext durchgeht, zu dem du dir heute schon ganz viele Gedanken gemacht hast? Ich finde das herrlich, großartig. Kann man auch bei Fahrzeiten machen, bei Ausflügen, bei Spaziergängen, wenn man alleine ist. Ich werde in der Videobeschreibung deutsche Audiobibelkommentare, die wirklich Vers für Vers die Bibel durchgehen, verlinken und englische Bibelkommentare, Audiobibelkommentare. Im englischen Sprachraum findet man noch mal mehr als im deutschen, aber das ist... Ach, das ist herrlich. Stell dir vor, du beschäftigst dich eine Stunde oder 90 Minuten mit einem Kapitel aus der Bibel, hast es durchgebetet, dir Notizen gemacht, hast Erkenntnisse gefunden, bist ganz begeistert und dann hörst du nochmal einen guten Audio-Bibel-Kommentar zu, was der so für Erkenntnisse hatte. Ach schön, da wurde mir schon die eine oder andere Predigt geschenkt, als ich das so gemacht habe. Ja, und jetzt mache ich... Folgendes. Ich mache stets einen Rückfluss. Nehme ich hier wieder violett. Das heißt, das, was mir in Gesprächen gesagt wurde, was ich nicht vergessen will, nehme ich hier in meine Notizen auf. Das, was ich in einem Bibelkommentar gelesen habe, wo ich sage, wow, tolle Erkenntnis, da möchte ich mich gerne dran erinnern. Und wenn ich das nächste Mal das Bibelbuch lese, möchte ich diesen Ausschnitt des Bibelkommentars wieder lesen. Ich arbeite auch ganz viel im Frage-Antwort-Stil. Bleiben wir mal beim Schlangenbeispiel. Ne? Warum heißt es die Schlange und nicht und der Satan, ein abgefallener Engel, benutzte die Schlange als Sprechpuppe? Mache ich so Frage-Antwort-Stil in meinen Notizen. Und das Gleiche mache ich natürlich auch mit dem Audio-Bibel-Kommentar. Und was ja jetzt entsteht, was du natürlich schon ahnst, ist Folgendes. Unser kleines Dokument hat jetzt schon verschiedene Elemente drin. Also ich mache jetzt hier mal so... Nochmal Sacharja 11. Dann hier so unsere Auffälligkeiten. Vers 3 haben wir was und im Vers 5, Vers 10 und im Vers 11. So, und es fängt ja an so mit unseren eigenen Gedanken und da haben wir gebetet und haben die Gedanken so ein bisschen ergänzt. Und dann haben wir mit jemandem gesprochen oder Audiobibelkommentare gehört. So. Dann haben wir wieder darüber gebetet. Ein, zwei Tage später haben wir noch was anderes dazu gelesen, neue Erkenntnisse bekommen. So, bei mir ist es dann so, ich predige oft über die Dinge, die mich irgendwo ansprechen. Das ist so ein Edge-Handy, deswegen am Rand ja, sieht jetzt nicht so schön aus. Und dann füge ich da teilweise auch eine Predigt ein in meine Notizen. So. Das ist jetzt hier blau, das ist meine Predigt. Und wie man schon sieht, hier stoße ich natürlich, wenn ich mit Papier arbeite, absolut an meine Grenzen. Deswegen habe ich verschiedene Möglichkeiten durchprobiert, wie ich das digital ablegen kann. Und naheliegende Ideen sind ja, ich kaufe mir eine Notizen-Software, Evernote ist so der Marktführer der Branchenprimus. Ich habe viel durchprobiert und ich bin tatsächlich auf folgendes Modell gestoßen, was das Beste für mich persönlich ist, was ich auch jedem empfehle. Vermutlich irgendwie, also ich glaube nicht, dass es ein besseres System gibt, aber ich habe ja jetzt auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Und zwar, ich habe für jedes Bibelbuch
habe ich ein Word-Dokument. Also zum Beispiel, bleiben wir mal dabei, hier habe ich Sacharia, hier habe ich Malachi, Malachi und hier habe ich den Matthäus. Ja. Und diese Word-Dokumente, ja, kann man jetzt irgendwie sichern oder so, aber willkommen, willkommen im Jahr 2022. Das alles haue ich mir schön auf meinen Google Drive-Account. So, und das hat natürlich etwas zur Folge, was richtig cool ist. So, jetzt wird es sehr künstlerisch. Großartig, ne? Tja. Ich kann darauf zugreifen mit meinem PC oder Notebook, mit meinem Smartphone. Ein Tablet besitze ich nicht, aber würde ich eins besitzen, kann ich darauf zugreifen. Und was ich cool finde an Google Drive ist, ich kann direkt ein Word-Dokument verändern. So. Und als Word-Dokument abspeichern. Das heißt, ich brauche gar nicht irgendwie so dieses Google-Format. Wer viel mit Textverarbeitung zu tun hat, der erkennt irgendwann die Vorzüge, ist meine Meinung, von Microsoft Office. Auch so, was ich gestalte, ist schön. Ich exportiere es als PDF, ich mache es als kleines Buchformat. Auf meiner Homepage habe ich ja zum Beispiel eine Abhandlung, kann man entweder als DIN A4 runterladen oder als kleines DIN A6 Buch, wo man sagt, okay, das ist einfach schön auf einem kleineren Gerät oder zum Ausdrucken, zum Falten, wie auch immer. Da ist Word unübertroffen, da kann Google Docs halt einfach nicht mithalten. So ist mein System. Im Dokument ist alles drin. Das Dokument kann man verschiedentlich gestalten. Ich habe ganz verschiedene Modi ausprobiert. Also Modus 1 wäre zum Beispiel zu sagen, ich mache nur meine Notizen rein und Zusammenfassungen von Bibelkommentaren oder halt Textabschnitte reinkopieren, abfotografieren, reinnehmen. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass man sagt, ich kopiere erstmal den kompletten Bibeltext hinein, dann kann ich mir digital meine Anmerkungen machen, kann immer mal wieder einen Absatz reinmachen, einen Kommentar, da gibt es, der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt, da habe ich tatsächlich noch keine richtige Meinung dazu, was wohl das ja, das Beste ist, wie man es macht. Es gibt verschiedene Modi und ja, ich freue mich drauf, wenn ich hoffentlich noch ein bisschen leben darf. Zumindest gibt es aktuell nichts, was dagegen spricht. Man weiß ja nie, was man so, was so passieren kann. Aber wenn ich noch ein bisschen leben darf und es machen darf, dann sieht man ja, gibt es ganz unterschiedliche Versionen und Varianten. Der Bibeltext ist urheberrechtlich geschützt. Das heißt, persönlich kannst du machen, was du willst. Wenn ich so öffentlich, da muss ich mir was überlegen, ne, den Bibeltext wieder rauszuschmeißen. Oder einen gemeinfreien Bibeltext, zum Beispiel die historische Mengebibel oder irgendeine historische Lutherbibel, den kann ich dann verwenden, aber ohne Verlagsgenehmigung darf ich jetzt nicht einfach irgendeinen Bibeltext verwenden, der mir halt gefällt. Ja, das sind so Herausforderungen, aber die stören uns an der Stelle nicht weiter. Was passiert, ich habe es jetzt gerade schon angedeutet, was passiert ist folgendes, das ist der Höhepunkt des Videos. Wenn ich das richtig mache, habe ich am Ende des Tages einen eigenen Bibelkommentar zu jedem Bibelbuch. Und ich kann zu jedem Bibelbuch, zu jedem Kapitel was sagen, weil ich alles durchbetet, durchgearbeitet habe. Das erfordert natürlich Zeit, aber ich glaube, ja, das ist ein schönes, intensives Studium der Bibel. Es ist sehr lebensorientiert, weil es mir ja nicht darum geht, einfach nur das Wissen aufzuhäufen, sondern ich ja ständig in diesem, ich versuche maximal den Herrn in mein Leben sprechen zu lassen, möglichst viel vom Herrn zu erkennen, von Passagen, die ich nicht verstehe, zu verstehen und zu ergreifen, warum teilt der Herr mir das mit, warum hat der Herr das der Menschheit so mitgeteilt. Das ist Erkenntnis über Erkenntnisse kann ich da gewinnen. Ja, so studiere ich die Bibel. Das ist
Ja, das beste System, was ich kenne. Es gibt einige ja, Ausrufezeichen, wo man halt gucken muss, ne? Ich werde natürlich verwirrt, wenn ich schlechte Bibelkommentare lese oder wenn ich komische Geschwister frage, so komisch im Sinne von irgendwie eigenartige Ansichten. Aber wie man ja gesehen hat, ist das Ganze ja auch so aufgebaut, dass ich möglichst viel erstmal direkt vom Herrn lerne und ihm auch die Möglichkeit gebe, in mein Leben hineinzusprechen. Und was ich vorher nicht gesagt habe, was ganz erstaunlich ist, wenn der Herr einmal Kenntnisse schenkt, die einem im Gebet kommen, die einem nach dem Gebet kommen, die einem Nachdenken nach dem Gebet kommen. Oder der Herr beantwortet durch einen Bruder oder eine Schwester genau die Frage, die wir uns beim Text gestellt haben und ein bisschen hin und weg, ne, wie kann das sein? Das passt ja eins zu eins. Da kann man den Herrn richtig erleben. Ja, die Reihenfolge ist meines Erachtens besonders wichtig, sonst hänge ich immer am Tropf von Menschen. Wenn ich den Text nicht selber so ergründe, wird es schwierig, weil ich dann sehr menschenabhängig bin. Habe ich schon mehrmals erlebt, will jetzt bewusst keine Beispiele nennen, aber ja, aber der so und so sieht das so. Naja, also Entschuldigung, wenn ich den Text aufrichtig lese, nach bestem Wissen und Gewissen, ich durchbete ihn, ich frage reife Geschwister und ich komme zu einem anderen Ergebnis, dann ist mir das egal, ob der so und so das anders sieht. Also der ist doch auch nicht besonders gesegnet. Manchmal kommt mir das in der christlichen Szene so vor, der Sohn so, als würde der gerade vom, als würde der regelmäßig auf dem Sinai direkt beim Herrn wohnen, mit ihm sprechen und dann steigt er herab, um mit dem Pöbel seine Erkenntnisse zu teilen und dann steigt er wieder hinauf. So ist es ja nicht. Wir sollen ja alle uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und ich glaube, Erkenntnis liegt halt auch nicht so auf der Straße rum. Da muss man schürfen wie nach Schätzen, nach Edelmetallen, nach Gold. Und ich glaube auch nicht, dass der Herr immer so Einzelpersonen besonders mit Erkenntnissen versieht, sondern verschiedene Menschen verschiedene Erkenntnisse gibt. Und erst so in der Gesamtschau stößt man auf ganz wertvolle Dinge, weil der Herr halt, ich glaube, eher so die Erkenntnis mit einer Gießkanne verteilt, also mit der Pinzette punktuell hier Prediger XY, wo die Leute 1000 Kilometer anreisen, um ihm die Füße zu küssen und an seinem Rocksaum zu hängen. Der ist besonders gesegnet. Glaube ich nicht, das ist halt jetzt so meine Erfahrung, ne? Oder jetzt bei mir in der Gemeinde, der Bruder, wo ich am meisten gelernt habe, der ist still und ruhig, der liebt das Wort Gottes, der redet gerne darüber, aber der ist jetzt auch, also er hat natürlich einen gewissen Bekanntheitsgrad als besonders reifer Bruder, aber jetzt deutschlandweit kennt man den eher weniger, eher selten. Genau. So. So studiere ich die Bibel. Probier es doch mal, wenn du noch kein System für dich hast. Wenn du ein besseres System hast, ich mag das eigentlich nicht, schreib es in die Kommentare, schreib mir, aber tatsächlich, das finde ich tatsächlich super interessant, falls du ja andere Ideen hast, wo du sagst, oh, das finde ich noch einen Ticken besser oder ich mache es so, weil ich das besser finde, lass es mich wissen, das würde mich tatsächlich sehr interessieren, ne? Jedes System kann man ja auch mal noch optimieren. Und genau, ein Mini-Anhang noch, ganz am Schluss, wenn du bis hierher durchgehalten hast. Die Frage ist, wie wichtig sind Übersetzungen? Die Bibel wurde ja nicht auf Deutsch geschrieben, wie wir alle wissen. Deswegen haben Übersetzungen schon einen hohen Stellenwert, nenne ich es mal. Und ich habe festgestellt, man kann es sich ganz einfach machen. Du kannst bei mir auf die Homepage schauen, welche Arten von Übersetzungen gibt es. Und wenn ich aus von den präzisen Übersetzungen besonders zwei wähle, vielleicht sogar drei, oder ich wähle zwei präzise Übersetzungen, nehme noch eine kommunikative Übersetzung mit dazu. Was das bedeutet, kannst du gerne bei mir auf dem Kanal anschauen oder nachlesen auf meiner Homepage. Dann komme ich schon ultra nahe an die
Ursprache heran, an den Grundtext in der ursprünglichen Sprache. So, jetzt habe ich ja zum Beispiel das große Vorrecht, Hebräisch lernen zu dürfen. Und ja, das vertieft wirklich nochmal das Verständnis, in welche Richtungen man es übersetzen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nicht so, dass dass mein Bibelstudium jetzt enorm an Tiefgang gewonnen hätte durch meine Kenntnis des Hebräischen. Ja, es hat an Tiefgang gewonnen, aber zwingend hätte ich es jetzt nicht gebraucht, weil wir halt durch unsere gute Auswahl, im deutschsprachigen Raum gibt es die zweitmeisten Bibelübersetzungen weltweit, dadurch kommen wir schon so nah ran, man kann die Wörter nachschlagen, man kann sich Statistiken anschauen, wo kommt es noch her, dass der Nutzen einer Bibelsprache doch eher begrenzt ist. Man entdeckt viel Schönheit im Hebräischen, habe ich festgestellt, kleiner Spoiler. Es ist nicht die Sprache, die Gott erschaffen hat, weil wir im Hebräischen ganz viele sumerische und assyrische Spuren finden. Und es wäre sehr verwunderlich, dass, wenn es die älteste Sprache der Welt wäre, dass sie sich dann an anderen Sprachen bedient hätte. Also vielleicht ist es ja die älteste Sprache der Welt, hat sich tatsächlich an anderen Sprachen bedient, aber die Form des Bibelhebräischen ist auf jeden Fall nicht ja, die Sprache, die Adam und Eva gesprochen haben, weil man halt ganz klar sieht, wo sind Wörter reingekommen, wie ist die Sprache beeinflusst, wo sind Lehnwörter von anderen. Aber gut, bevor ich jetzt hier weiter um Hebräisch herumsülze, ich hoffe, es war inspirierend. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Bibelstudium. Danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal.